Hi, ich bin Daniel vom SWRX Lab und ich durfte bei der Entstehung des Tatort Games mitwirken. Scheinbar haben wir es ein bisschen zu schwer gemacht, weil sonst wärst du nicht hier gelandet. Das hier ist nämlich ein Walkthrough-Video, bei dem wir jetzt einmal komplett mit dir das Spiel durchspielen. Falls du in irgendeinem Rätsel oder sowas hängst, kannst du dann hier die Lösung rausziehen und danach weiter ermitteln. Kleiner Disclaimer, die Version, die ich hier vorliegen habe, das ist noch die Developer-Version. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig in der Entwicklung. Vielleicht sind die ein oder anderen Dialoge da nicht identisch zu dem, was du daheim jetzt gerade erkennst. Aber nicht schlimm, die Lösungen passen trotzdem und du kannst damit den Fall hoffentlich lösen. Lasst uns reinhüpfen in das Game. Falls ihr übrigens nicht das ganze Video anschauen wollt, könnt ihr natürlich auch über die Kapitelmarken zu den entsprechenden Rätseln hüpfen. Ist hoffentlich alles sauber verlinkt und du findest genau das, was du brauchst. Also, schalten wir mal rüber hier und sehen schon das Gameplay. Hier hat uns nämlich Thorsten Lannert eine Nachricht geschickt und die höre ich mir jetzt gerne mal an. Kriminalhauptkommissar Lannert hier. Ich weiß, dass du eigentlich nicht für uns arbeitest, aber naja, wir sind im Augenblick etwas unterbesetzt und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber am besten schaust du dir erstmal den Tatort an. Dann schauen wir uns doch diesen Tatort mal an, warten, bis uns diese Fotos geschickt worden sind. Und das Erste, was uns gleich auffällig sein sollte, wird diese Jacke sein. Das schreiben wir auch gleich, nachdem wir diese Sprachnachricht hier angehört haben. Opfer heißt Alexander Schaller, kommt aus Cannstatt, 32 Jahre alt. Die Wunde am Kopf lässt einen Schlag vermuten. Wurde gefunden im Galatea-Brunnen am Eugensplatz. Frag mich nicht, wie man an so einem belebten Ort jemanden umbringen kann, ohne dass irgendwer was mitkriegt. Aber ich hoffe, zusammen finden wir was raus. Fällt dir sonst noch was auf dem Foto? Genau, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, müssen wir jetzt hier reinschreiben, Bergmann Security, das ist die Firma, die man auf der Jacke erkennen kann. Und dann wird der nächste Dialog getriggert. Genau, wir kriegen ein weiteres Foto, da sehen wir eine Nahaufnahme und noch eine weitere Sprachnachricht. Ist die Sicherheitsfirma, in der er gearbeitet hat. Objekt- und Personenschutz. Briefkastenfirma ohne Homepage, unseriös. Habe ihn auf die Mailbox gesprochen. Würde mich interessieren, mit wem er da gearbeitet hat. Übrigens konnten die Kollegen das Material der Überwachungskamera sichern. Schau doch mal, ob dir darauf was auffällt. Falls du nicht weiterkommst, kannst du mich jederzeit um Hilfe bitten. Vier Augen sehen meistens mehr als zwei. Das ist übrigens wörtlich zu nehmen, also falls ihr mal sonst nochmal hängen solltet, könnt ihr wirklich wortwörtlich Hilfe schreiben oder hier unten auf diesen Hilfe-Button klicken. Vielleicht hilft euch das auch neben diesem Video. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Überwachungskamera-Video an und sehen, dass sich da, können wir mal ein Vorbild anschauen, dass sich da unser Verdächtiger, beziehungsweise, nee, verdächtig ist er nicht, unsere Leiche da noch lebendig am Eugensplatz befindet, rumläuft und an einer Zigarette zieht. Und dann sehen wir schon, ah ja, da kommt ja noch eine zweite Person dazu und die beiden scheinen einen Streit zu haben. Das solltet ihr euch merken, weil Streit wird auch das nächste Wort sein, das wir gleich an Thorsten Lannert schreiben können, damit eben der Dialog weitergeführt wird. Wir haben das Video angeschaut und dann schreiben wir jetzt einfach mal Streit. Ganz kreativ in den Chat. Thorsten Lannert schreibt, wir sollen das Video nochmal zu Ende schauen. Das heißt, wir waren nur ein bisschen zu schnell. Ich schreibe jetzt nochmal Streit, das Video ist eigentlich zu Ende gelaufen. Genau, das ist der richtige Moment. Das kann vorkommen, dass wenn ihr zum Beispiel zu schnell eine Antwort schickt, dass dann eben der Chatbot noch nicht euch freigeschalten hat für die nächste Antwort, weil einfach noch nicht genug Zeit verstrichen ist oder noch nicht genug angeschaut wurde. Und Thorsten Lannert schreibt uns auch, sieht aus, hätten wir unseren ersten Verdächtigen. Und was uns jetzt hoffentlich auch aufgefallen ist, ist hier auf der linken Seite hat uns Sebastian Boots eine Nachricht geschickt. Und die hören wir uns natürlich auch gerne mal an. Hallo, hier ist Boots. Wenn du was von ihm willst, musst du dich selber bei ihm melden. Okay, wie melden wir uns jetzt beim Gerichtsmediziner? Das ist das nächste kleine Rätsel. Ganz einfach, indem wir den Kontakt annehmen, der uns geschickt wurde. Wir klicken auf hier zu Kontakten hinzufügen und sehen dann auf der linken Seite, Dr. Daniel Vogt erscheint schon und ist sogar online, wartet sozusagen auf unsere Nachricht. Ich schreibe ihm mal Hallo. Okay, let's go. Und da kriegen wir auch schon das erste Video von Dr. Vogt und das gucken wir uns auch. Servus, Vogt hier. Ich hab gehört, du greifst schon so ein bisschen unter die Arme. Danke erstmal. Warte mal, ich schicke dir schön ein Foto. Dann schick uns doch mal ein Foto. So, das Foto kommt jetzt auch schon und dann sehen wir hier etwas sehr Auffälliges, nämlich diese Narbe am Kopf oder natürlich auch dieses riesige Tattoo. Wir sollen jetzt schreiben, was fällt uns denn an der Leiche auf? Und es ist augenscheinlich dieses Tattoo, das riesig ist und über die ganze Brust sich erstreckt. Wenn wir das da reingeschrieben haben, geht es auch weiter und wir kriegen noch weitere Informationen von Daniel Vogt in Form von einem Foto, wo wir eine Nahaufnahme sehen des Tattoos.
Und außerdem sehen wir Assi Alexus, das wohl sein Spitzname war. Das ist alles gar nicht so relevant, weil hier links hat sich ein neuer Dialog getriggert. Nämlich hat uns Thorsten Lannert jetzt auch was geschrieben. Und er hat das Handy des Opfers gefunden. Und wir sehen, er kommt gerade nicht drauf. Er braucht einen vierstelligen Passcode. Und wir haben hier auf der Rückseite eine sehr auffällige Handyhülle, die genauso aussieht wie Elemente aus dem Tattoo. Und genauso ist es auch, dieses Rätsel zu lösen. Um den PIN-Code zu knacken, müssen wir praktisch auf dem Tattoo zählen, wie oft kommt das A vor, wie oft kommt die Spraydose vor, wie oft kommt das Skateboard vor und wie oft kommen diese Marihuana-Blätter vor. Und wenn wir da richtig gezählt haben, dann kommt da 2, 3, 2, 7 raus. Und wenn ich diesen PIN an Thorsten Lanner schicke, sollte er Zugriff haben auf das Handy. Er freut sich bestimmt gleich. Passt! Er geht mal durch die Bildergalerie und schickt uns gleich die ersten Informationen. Hier sehen wir jetzt ein Bild von einer Partygang, die in der Urbanstraße chillen. Außerdem eine Kiste, die weggeworfen wurde, auf der steht Fuck you, Ariana. Das können wir uns auch mal merken. Und ein Video, das wir uns natürlich auch anschauen. Was ist Alexus hier, ne? Bin am Chillen mit Bobby. Hey, Bobby, was ist los, alter Junge? Na, alles klar bei dir? Gib mir, was mir zusteht, Siggi. Kriegst deinen Hund zurück. Der arme Hund. Hoffentlich wird er noch gerettet. Mal gucken, ob wir da was dazu beitragen können. Aber wir sehen schon, Thorsten Lannert schreibt wieder. Er sagt, mit diesen Leuten sollten wir uns mal unterhalten. Fragt sich nur, wo wir sie finden. Ich habe vorhin schon einen kleinen Hinweis gegeben. Auf dem einen Foto kann man ein Straßenschild erkennen. Auf dem steht Urbanstraße. Und genau das schreiben wir jetzt in den Chat, um eben dieses Rätsel auch zu lösen. Damit Thorsten Lannert weiß, wo man weitergehen könnte. Ah, die Urbanstraße, clever. Da hätte man auch selbst drauf kommen können. Schreibt Thorsten Lannert und er sagt auch Bootsbescheid, da der in der Nähe ist von dieser Straße. Und auch den Namen Ariana sollten wir uns mal merken, dazu später dann mehr. Thorsten Lannert schreibt nochmal was. Und zwar, und was glaubst du, könnte es sich bei dieser Einführung um ein Video, im Video um das Motiv handeln? Ich schreibe einfach bei diesen Fragen immer nein. Ihr könnt beim selber Spielen ja oder nein schreiben, wie ihr euch selber fühlt. Trigger dann einfach die nächste Antwort. Thorsten Lannert sagt, er hält es auch für unwahrscheinlich. Gucken wir aber hier nach links, wo sich schon der nächste Dialog irgendwie abspielen lässt. Hier sieht man, dass Sebastian Boots uns ein Video geschickt hat. Er ist jetzt nämlich schon vor Ort in der Urbanstraße. So, jetzt bin ich in der Urbanstraße. Na, mal sehen. Sieht fast aus wie Zahlen, aber nur fast. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht wirst du daraus schlau. Warte mal, ich schicke dir noch ein Foto. Also sieht fast aus wie Zahlen, aber nur fast. Wenn man will, dass es aussieht wie Zahlen, dann muss man diese beiden Fragmente hier eigentlich einfach nur übereinander schieben. Und dann ergibt sich ein folgender vierstelliger Code, nämlich 5820. Und wenn ihr 5820 in den Chat schreibt, dann haben wir Sebastian Boots Zugang verschafft. Und er schickt uns auch schon das nächste Video. Mal gucken, wie es da drin aussieht. Okay, ich bin drin. Riecht sie nach Gras. Die ganze Stadt weiß, dass Alex tot ist, okay? Ey, aber trotzdem, Mann! Nein! Kannst du mir auch was geben? Halt, Polizei! Ey, was für eine Scheiße! Action! Tja, das ging wohl in die Hose. Sebastian Boots konnte leider die Verdächtigen nicht stellen, aber er schenkt uns eine Sprachnachricht. Was ist los? Planänderung. Der Verdächtige hat Panik gekriegt und versucht zu fliehen. Melde mich später. Okay, Mist. Der Verdächtige ist geflohen. Sebastian Boots meldet sich später, aber wir sehen links, wir haben schon zwei weitere Nachrichten. Einmal hat uns Dr. Daniel Vogt wieder ein Update aus dem Labor geschickt. Ich habe meinen Blick in die Krankenakten geworfen. In manchen Fällen kann sich dadurch die psychomotorische und intellektuelle Entwicklung verlangsamen. Vereinfacht ausgedrückt wissen wir jetzt, was los ist. Das wird uns jetzt weiter nicht beschäftigen. Wir gucken mal in den Chat mit Thorsten Lannert und da sehen wir schon, dass Thorsten Lannert weiß, dass Boots uns dieses Video aus der Wohnung geschickt hat und er fragt nach etwas Auffälligem, was wir verwenden könnten. Gab es was in dem Gespräch, das Boots gefilmt hat, das wir verwenden könnten? Die beiden unterhalten sich da über eine Kneipe, den sogenannten wilden Mann. Deshalb schreiben wir das jetzt einfach mal hier auch rein. Das ist der Trigger für den nächsten Dialog, der wilde Mann. Und darauf sagt Thorsten Lannert, dass er den Laden kennt, aber seine Erinnerungen ehrlich gesagt etwas vernebelt sind. Und jetzt bittet er uns darum, dass wir eben im Netz nachschauen nach dem wilden Mann. Und das muss man jetzt wirklich wortwörtlich so tun. Das heißt, wir gehen jetzt aus dem Game mal raus, machen einen neuen Tab auf, gehen auf die Suchmaschine eurer Wahl und geben ein, der wilde Mann Stuttgart. Und wenn ihr das sucht,
dann habt ihr hier direkt als erstes Suchergebnis derwildemann.de eine Website und das ist der wilde Mann, um den es sich handelt. Das heißt, hier kopieren wir jetzt einfach die URL in unseren Chat und schicken sie an den guten Herrn Lannert und der wird sich dann bestimmt darüber freuen. Hören wir mal rein. Passwort und Nutzername für die Pizza? Hab den Verdacht, da nutzt jemand seinen Bestellservice für ganz andere Geschäfte. Haben gerade mit der Vernehmung angefangen. Boot schickt dir gleich ein Video. Also, wir haben wohl die richtige Website gefunden und wir sehen auch schon, dass der Verdächtige gefangen genommen wurde, beziehungsweise in Verhör ist. Und da kriegen wir auch schon das erste Video, das wir uns jetzt auch anschauen. Worüber haben Sie am Eugensplatz mit dem Opfer gestritten? Hey, fuck, ich sag kein Wort mehr. Ich will einen Anwalt. Hallo? In Ordnung. Sieht so aus, als brauchen unsere beiden Kommissare Unterstützung. Sie sind ja alleine nicht weitergekommen in der Vernehmung. Aber ja, wir versuchen jetzt noch mehr aus ihm rauszubekommen. Was könnten wir ihm nachweisen? Wir können denen auf jeden Fall nachweisen, dass die beiden ja Drogen konsumiert haben. Es hat nach Gras gerochen und es ging um irgendeine komische Substanz. Deshalb schreibe ich jetzt hier einfach Drogenkonsum, um das Verhör weiterzuführen. Ha, gute Beobachtung, findet auch Sebastian Boots und nimmt das direkt mit in die Verhörsituation. Ja, er sagt nämlich auch, da war doch vom Zeug die Rede. Das nimmt er ins Verhör und konfrontiert unseren Verdächtigen direkt damit. Was war denn das für ein Zeugs, über das Sie da gestritten haben? Sie und Ihre Freundin. Was holt ihr euch noch aus dem Ärmel? Ich sag jetzt echt kein Wort mehr. Ein schwieriges Verhör. Währenddessen wir uns das angeschaut haben, hat uns Thorsten Lannert wieder eine Nachricht geschickt und er meint, das glaube ich ihm nicht, dass seine Bekannte das Opfer nicht gekannt hat. Können wir irgendwie beweisen, dass er lügt? Wenn man auf die Website des wilden Manns geht, sieht man ein Foto von der Türsteherin und da steht auch Bergmann Security drauf. Also sie hat die gleiche Jacke an, die auch unser Verdächtiger hat. Deshalb schreibe ich jetzt hier in den Chat auch einfach nochmal Bergmann Security und gucken mal, was Thorsten Lannert dazu schreibt. Er sagt, ja, tatsächlich, gut aufgepasst. Und wir kriegen auch schon das nächste Video. Mal sehen, was der Sigi dazu sagt. Lass da bloß die Daniel aus dem Spiel, ja? Bevor ich Bobby nicht hab, sage ich kein Wort mehr. Tja, der macht wieder dicht, der gute Sigi. Sebastian Boots schickt uns wieder eine Nachricht. Was ist dein Eindruck? Verdächtig oder nicht? Ich schreibe auch hier wieder nein. Dadurch wird der Dialog weitergeführt. Sebastian Boots reagiert auch, dass sein Bauch was Ähnliches sagt. Und wir haben jetzt weitere Informationen bezüglich Bergmann Security von Thorsten Lannert erhalten. Wir gehen jetzt wieder auf seinen Chat und er schreibt uns, dass auf dem Video, das wir am Anfang gesehen haben, eine Baustelle im Hintergrund zu hören war. Und er hat Kontakt zu der Baustellenleiterin, nämlich zu dieser Svenja. Die können wir jetzt auch, wie vorhin Vogt, zu unseren Kontakten hinzufügen. Und gehen mal auf Svenja zu, indem wir auf ihren Tab klicken und sie mal anschreiben. Hallo. Sie wird wahrscheinlich total im Stress sein und dementsprechend reagieren. Ah, hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir doch mal rein. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich soll einen Hund suchen oder was? Wisst ihr, was hier los ist? Heute Morgen hat's gebrannt. Jetzt ist alles voller Rauch. 2 Leute verletzt. 3 sind mit Rauchvergiftung im Krankenhaus. Und ich soll euren Köter finden, ihr Spaßvögel. Ja, das Leben am Bau scheint gefährlich zu sein, vor allem an dieser Baustelle. Aber Svenja sagt, okay, trotz dem ganzen Chaos habe ich mal eben in der kleinen Security-Baracke umgeschaut und konnte ein Foto finden, beziehungsweise einen Plan, der vielleicht von unserem Alex ist. Und da sehen wir eine kleine Route. Das Rätsel löst sich, indem ihr jetzt gleich Bauabschnitt 14 reinschreibt. Um auf die Lösung zu kommen, müsst ihr diese Pfeile praktisch mit einem Stift nachzeichnen. Und dann ergibt sich sozusagen eine Umrandung und das erkennt man dann als 14. Falls ihr da nicht draufkommt, nicht schlimm, ist ein schweres Rätsel. 14 ist die richtige Lösung, die ihr hier einfach eintippen könnt. Und dann geht Svenja nämlich zum Bauabschnitt 14, also unten rechts, und hört dann hoffentlich gleich den Hund. Sie schreibt uns schon, dass sie auf dem Weg dorthin ist und das passt ja ganz gut, denn da wird erst in 5 Wochen wieder weitergearbeitet. Das heißt, da kann man gut etwas verstecken, wie zum Beispiel den Hund. Und sie kann ein Bellen hören. Wir sind kurz davor, den Hund zu retten. Sie kriegt eine Sprachnachricht. Oh, ist der süß. Wartet mal, ich schicke euch ein Foto. Ja, der süße Bobby, da ist er und schaut uns mit seinen Hundeaugen an. Sebastian Boots reagiert auch gleich. Der ist top informiert, der Mann, und schreibt,
Echt stark, dass ihr den Hund finden konntet. Hab Sigi direkt das Foto vom Hund gezeigt und er wollte sich bei dir bedanken. Wir sollen uns jetzt bei Sigi melden und das gleiche Spiel wie bei Vogt oder Svenja wird jetzt wieder ablaufen. Sebastian Boots, der gerne Kontakte verschickt, schickt uns diesen Kontakt auch, den wir jetzt hinzufügen und dann können wir Sigi mal anschreiben und noch mehr herausfinden. Und er wollte sich ja bei uns bedanken und das tut er auch direkt mit dem Video. Das schauen wir uns auch gerne mal an. Da strahlt er schon über alle Backen. Mein Freund, hey, ich küsse dir die Füße dafür, dass du Bobby gefunden hast. Du bist für immer hier drin. So, nachdem unsere Füße geküsst worden sind, kriegen wir gleich einen Link zugeschickt für die Website Stars bei Sigi.de. Wenn wir auf diese Website gehen, sehen wir hier auch schon die Dani und ein bisschen was vom Sigi. Da müssen wir gleich noch oder später nochmal drauf gehen, aber jetzt brauchen wir erstmal die URL. Weil Lannert uns jetzt auch nochmal fragt, welchen Link hat er uns denn mitgeteilt? Und dafür schicken wir jetzt den Link zu Stars bei Sigi, damit Thorsten Lannert auch untersuchen kann, was da so passiert. Währenddessen haben wir eine Nachricht von Sebastian Boots bekommen. Er sagt, wir haben wohl das Vertrauen gewonnen und die Nummer der Türstellerin hat er auch erhalten. Er versucht sie zu erreichen und wir sollen so lange mal die Website anschauen. Thorsten Lannert sagt auch, er ist gerade auf der Website und mal sehen, ob wir etwas finden. Wenn wir jetzt noch kurz abwarten, kriegen wir auch die nächste Nachricht. Verstehst du, was sie da reden? Finde keine geheime Page. Damit bezieht sich Thorsten Lannert auf ein Video, das ganz unten ist. Wenn man auf Dani klickt, kommt man nämlich auf so eine Unterseite und hier ganz unten ist ein Video, wo sie von einem Untergrundbereich sprechen. Das überspringen wir mal. Dieser Untergrundbereich ist wohl irgendwo auf dieser Website versteckt. Und wenn wir weiter runterscrollen, dann sehen wir, aha, man kann hier sich anschließen bei der Website starsbysigi.de/1234.html. Das ist allerdings nicht die Lösung, sondern man muss auf der Website dann eben eine 1, 2, 3 und 4 finden und die entsprechenden Zahlen austauschen. Und das erkennt man auf diesen Fotos von Dani. Hier sehen wir zum Beispiel, sie zeigt immer mit der rechten Hand eine Zahl, hier die 3. Und man kann dann erkennen, hier steht Hood auf den Ringen. Das heißt, das dritte Wort muss Hood sein, das zweite Wort muss Stuggi sein, weil sie hier mit der rechten Hand eine 2 zeigt und Stuggi auf ihrem Pulli steht. Das vierte Wort muss Pass sein, das ist hier auf diesem Armband zu sehen. Und das erste Wort muss Real sein, was hier in Graffiti Shift aufgeschrieben ist. Das heißt, wir müssen die Website ein bisschen modifizieren, anpassen. Ich poste das mal jetzt hier rein. Stars by Sigi. Die 1, haben wir gesagt, ist Real. Die 2 war Stuggi. Die 3 war Hood auf den Ringen. Und die 4 war Pass. Und dann haben wir den Real Stuggi Hood Pass. Und mal gucken, was Lannert sagt. Super Arbeit, wir sind einfach klasse Ermittler. Falls du hier hängen geblieben bist im Video, im Spiel, kannst jetzt gerne auch weiterspielen. Ansonsten bleib gerne dran, wir lösen weiter. Mal schauen, was sich hier finden lässt. Wir können ja selber auch mal auf die Website gehen. Ich kopiere mal die URL rüber. Dann seht ihr die auch nochmal kurz. So, jetzt sind wir in dem Untergrundbereich von Stars by Sigi gelandet. Hier sehen wir ein paar Videos, wo wir auch weitere Informationen bekommen, auch ein paar Kommentare, wo wir sehen, dass der gute Asi Alexus auch hier in den Kommentaren unterwegs war. Ihr könnt euch die Videos alle in Ruhe anschauen. Fürs Weiterspielen brauchen wir das nicht, weil Thorsten Lannert fragt uns jetzt einfach, haben wir denn schon alle Videos angeschaut? Und das beantworten wir natürlich mit Ja. Gut, dann gehe ich davon aus, du weißt, was das bedeutet. Nämlich, dort sieht man Dani mit solchen Quarzhandschuhen. Die trägt sie beim Konzert. Und genauso auch hier auf dem Foto. Und laut Video hat ihr Schlag also nicht zum Tod geführt, weil der gute Asi Alexus danach ja noch rumgelaufen ist. Sebastian Boots hat uns auch wieder eine Sprachnachricht geschickt, die wir uns jetzt trotzdem mal anhören wollen. Also ich habe jetzt mehrfach versucht, mit der Türsteherin zu telefonieren, aber die macht einfach dicht bei mir. Frag sie was Harmloses, zum Beispiel, ob ihr was Komisches an ihm aufgefallen ist. Aber du machst das schon. Okay, das merken wir uns. Wir sollen Dani jetzt gleich fragen, ob ihr irgendwas am Opfer aufgefallen ist. Aber zunächst mal kriegen wir wieder einen Kontakt, den wir hinzufügen. Dasselbe Spiel. Wir schreiben die gute Dani mal an und gucken, wie sie reagiert. Hi, Dani. Sie schreibt, sie kann gerade nicht. Da müssen wir wohl nochmal nachbohren. Okay, ist wichtig. Keine Zeit. Ah, sie muss Texte schreiben, wie es sich eben für eine echte Rapperin auch so gehört. Aber sie ist gerade mies blockiert und kommt nicht weiter. Da könnten wir ja unsere Hilfe anbieten. Also schreiben wir jetzt, brauchst du Hilfe? Und darauf reagiert Dani mit
Wie wäre es denn, wenn du erstmal mir hilfst? Also ja, sie will Hilfe haben, das nehme ich als ja. Und sie fragt, ob wir rappen können. Ja, na klar können wir rappen. Und dann stellt sie uns jetzt auch die nächste Aufgabe, sozusagen das nächste Rätsel innerhalb des Spiels. Wir müssen jetzt Dani beim Texten helfen, beziehungsweise beim Rappen. Sie fragt sich, was reimt sich auf Reim, aber nicht dein, mein oder sein, das ist zu billig. Dann sagen wir doch einfach mal Schein. Und sie sagt Schein, oh, das geht, passt, Glück gehabt. So anspruchsvoll ist die Dani da nicht. Aber sie sagt, das geht schwerer. Was reimt sich auf Untergrund? Auf Untergrund reimt sich zum Beispiel bunter Hund. Das float doch richtig. Das findet Dani hoffentlich auch so. Sie sagt, nice. Und es geht weiter. Aber warte noch. Findest du was für Branche? Und ich finde, auch für Branche, da kann man doch super Orange verwenden. Und so haben wir jetzt dieses Rätsel auch gelöst. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, aber das ist jetzt mal die, die ich euch jetzt hier gezeigt habe. Und ja, normal läuft es bei Dani wie automatisch, aber heute nicht. Und jetzt fragt sie, ob sie etwas für uns tun kann. Boots hatte uns ja darum gebeten, dass wir fragen, was, ob etwas auffällig war am Opfer. Deshalb fragen wir einfach mal, war in letzter Zeit etwas auffällig bei Alex? Und dann gibt sie uns den Link zu einer Website, nämlich zum Stadtpalais in Stuttgart, zu einer Ausstellung, zu der Alex hin wollte. Das findet Dani sehr auffällig, da Alex ja noch nicht mal richtig lesen konnte. Was will er dann im Museum? Und wenn wir auf diese Website gehen, dann finden wir zum einen mal eine schöne Übersicht, aber auch ein Video. Und in diesem Video erfahren wir mehr über Ariana, den Namen haben wir uns vorhin ja schon gemerkt, und auch über ihre Ausstellung, die ihrem Vater gewidmet ist. Dieses Video könnt ihr euch dann natürlich in Ruhe anschauen. Wir gehen jetzt aber wieder zurück in den Chatbot. Weil hier hat uns auch schon Thorsten Lannert geschrieben. Thorsten Lannert hat geschrieben, hast du auf der Seite vom Museum was Ungewöhnliches entdecken können? Auf der Website findet man unten so eine 3D-Übersicht von dem Museum. Das kann man sich dann anschauen und da gibt es so ein paar Infopunkte. Und ein Infopunkt ist besonders auffällig, das ist nämlich dieser mit dem Familienfoto. Dieses Familienfoto ist auch im Video zu sehen. Im Video erkennt man aber hier im Hintergrund einen kleinen Jungen. Dieser Junge scheint hier rausretuschiert zu sein und genau das müssen wir jetzt auch Thorsten Lannert sagen. Das ist nämlich das, was uns aufgefallen ist. Der Junge auf dem Foto fehlt. Und wenn wir ihm das schreiben, dann sollte der Fall hoffentlich weitergehen. Da wollte irgendjemand nicht, dass der Kleine mit aufs Bild kommt. Ich habe mir mal vom Standesamt eine Kopie der Geburtsurkunde unseres Opfers schicken lassen und da bekommen wir auch schon mit Alexander Schaller. Sein Vater war dieser Kepsler. Und genau um den ging es auch in dem Video, das ist der Chemiker. Wie es aussieht, war unser Opfer das Ergebnis eines Seitensprungs. Vielleicht war Kepslers Arbeitswut nicht das einzige, woran die Ehe gescheitert ist. Wir haben aber was von Sebastian Boots noch bekommen, eine neue Sprachnachricht. Hab mal ein bisschen recherchiert. Sie sei in der Mordnacht nicht in Stuttgart gewesen, aber sie hat mich einen Blick in Frau Kepslers Terminkalender werfen lassen. Schau mal, ob du da was entdeckst. In diesem Kalender ist besonders eine Sache für uns Ermittelnden auffällig, nämlich oben rechts sehen wir hier ein Post-it, auf dem steht Marie Curie und Passwort 07111867. Jetzt erinnern wir uns vielleicht an den Anfang des Spiels wieder. Auf der Wildermann-Website gab es ja einen geheimen Login-Bereich, wenn man eine Pizza bestellen wollte. Den habe ich hier mal vorbereitet. Und da muss man jetzt den Namen Marie Curie eingeben und eben das Passwort 07111867. Wenn ich das jetzt mache, also 07111867, auf die AGBs klicke, dann auf Einloggen, dann komme ich auf den geheimen Bereich der Webseite und hier sehen wir, dass Ariana eine Pizza Flow bestellen wollte, sie eine Diskussion hatte mit einer Person, die da gearbeitet hat, wahrscheinlich war das Asi Alexus, weil er hier auch ein Video mit belastendem Beweismaterial hochlädt. Das könnt ihr euch auch in Ruhe anschauen, wenn ihr dieses Rätsel gelöst habt. Und wir gehen jetzt aber zurück in den Chatbot, um zu schauen, was die denn jetzt von uns wollen. Hast du auch mal beim wilden Mann eingeloggt? Durchaus interessantes Video. Wir schreiben ja, echt. Und schicken das mal ab. Mal gucken, was Sebastian Boots darauf sagt. Hast du das Video komplett angeschaut? Auch das bestätigen wir, damit der Fall weitergehen kann. Und Lannert und er haben wohl eine Vermutung dazu. Hören wir uns doch mal die Sprachnachricht an. Also, Lannert und ich glauben, er hat das Video aufgenommen, um Ariana zu erpressen. Vielleicht meldest du dich mal bei ihm. Okay, also dringender Tatverdacht. Ariana ist sehr verdächtig und wir sollen uns vielleicht mal bei Sigi melden. Ich frage mal Sigi, was geht ab und hoffe, dass er darauf antwortet. Er ist direkt online, also hätte er nur darauf geantwortet und schickt uns eine Sprachnachricht.
Alter, deine Kollegen haben mir gerade das Tape gezeigt. Stell dir vor, deine Kindheit ist so räudig, Mann, dass dir nicht mal die Spielsachen irgendwie helfen. Dass dich alles nur noch abfuckt. Traurige Geschichte, das Video haben wir am Anfang auch bekommen. Das war auf dem Handy von Alex zu finden. Und wir sehen auch gerade, dass Thorsten Lannert in der Wohnung von Ariana ist. Gucken wir uns doch mal dieses Video an. Also, wir sind jetzt in der Wohnung und haben den Giftschrank auch gefunden, aber wir beißen uns gerade daran die Zähne aus. Ich zeig's dir nochmal. Jetzt müssen wir also auf diesen Tresor Zugriff bekommen. Dafür fragt uns Lannert auch direkt, ob wir schon stabiles Internet haben. Das beantworten wir mal mit einem Ja. Wir haben jetzt diesen Link hier bekommen von Lannert und der führt uns gleich zu dem Giftschrankrätsel. Also wir haben jetzt Remote-Zugriff auf diesen Giftschrank. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf und so sieht die Seite aus. Test, Test. Hörst du uns? Die Audioverbindung sollte jetzt stehen. Die Kollegen haben gesagt, dass du jetzt auch die Schlossmechanik sehen kannst. Wir beißen uns hier nämlich die Zähne aus. Dummerweise wurde ein Countdown ausgelöst. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht kannst du das Ding knacken. Uns läuft hier die Zeit davon. Bei diesem Rätsel handelt es sich jetzt um ein dreistufiges Spiel. Da fängt Spiel. Was an zu dampfen. Leg los, wir haben keine Zeit mehr. Und in der ersten Stufe müssen wir ganz einfach hier die Farben mischen, die angezeigt werden. Also wir haben jetzt Rot und Weiß da. Das gemischt gibt natürlich Rosa. Wenn ich das jetzt eingebe und die Eingabe bestätige, kommen wir weiter. Bei der zweiten Aufgabe geht es jetzt, diese Uhrzeit, also 8.35 Uhr soll das bedeuten, mit diesen Minuten zu ergänzen. Also bei 8.35 Uhr plus 125 Minuten, welche Uhrzeit kommt dann raus? Das heißt, es sind 2 Stunden drüber, 2 Stunden 5, dann sind wir bei 10.40 Uhr. Wenn ich jetzt 10:40 eingebe, sollte sich auch das zweite Schloss öffnen. Das zweite Schloss ist aufgesprungen, aber die Zeit läuft davon. Genau, wir haben jetzt richtig Druck. Jetzt müssen wir das letzte Schloss auch noch öffnen. Und hier müssen wir jetzt nicht wie bei dem ersten Level Farben mischen, sondern müssen tatsächlich Buchstaben zählen. Und zwar haben wir unten immer eine Zahl und oben ein Wort. Und diese Zahl sagt uns, welche Stelle für uns relevant ist. Also der erste Buchstabe bei dem Wort hier oben wäre ein G. Dann haben wir hier den 6. Buchstaben bei dem Wort Orange oder Orange. Das wäre dann E. Dann den 2. Buchstaben beim Wort Blau. Das wäre dann eben ein L. Und dann eben den 1. Buchstaben beim Wort Blau, dann sind wir bei Gelb. Und wenn wir jetzt Gelb eingeben, dann sollte sich alles öffnen und wir Zugriff auf diesen Giftschrank haben. Machen wir das mal. Ja, du hast es geknackt. Alle Schlösser sind offen. Also das war knapp. Wir schreiben einfach wieder per Chat, ja? Bis gleich. Also, wir haben jetzt wieder im Chat Nachrichten bekommen und da mache ich den jetzt hier mal auf und wir sehen dann auch schon direkt, hier haben wir etwas gefunden. Innerhalb des Giftschranks war ein Fläschchen mit diesem C15H12N2O und Lannert schreibt dann, mal sehen, was Vogt dazu sagt. In der Zwischenzeit haben wir eine Nachricht von Sigi bekommen, das heißt, nachdem man das Rätsel gelöst hat, hört man sich mal die aktuellste Sprachnachricht von Sigi an, weil der will dann wieder was von einem. Yo, Sigi hier. Ey, sorry nochmal, Alter, aber hey, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich habe wegen dem ganzen Scheiß-Stress heute den Auftritt von Danny vergessen. Kannst du nicht irgendwie einen Mannschaftswagen klar machen und uns hier abholen und zum Gig bringen oder so, Alter? Das wäre super geil. Bist ein Schatz, ey. Mua. Also, der gute Sigi möchte von uns einen Mannschaftswagen haben. Ich antworte ihm mal, ich schau mal, was geht. Und dann fragen wir doch mal unseren Kollegen Lannert. Können wir für Sigi einen Mannschaftswagen haben. Darauf sollte Lannert jetzt gleich antworten, was er auch macht. Und er sagt, der Fall hat jetzt oberste Priorität. Okay. Währenddessen sehen wir, dass uns hier Daniel Vogt nochmal ein Video schickt. Das können wir uns vielleicht auch nochmal anschauen. Also, was ihr da gefunden habt, ist Carbamazepin. Das ist kein Gift, sondern ein Medikament, das gegen fokale Epilepsien eingesetzt wird. Ich glaube, ihr seid auf der richtigen Spur. Also, da haben wir jetzt die Bestätigung aus der Gerichtsmedizin. Scheinbar sind wir auf der richtigen Spur. Und da sehen wir auch gleich, dass Boots uns schon ein neues Video geschickt hat. Die sind nämlich jetzt wirklich hinter Ariana her und versuchen sie zu stellen. Sie fährt gerade vorbei, Sebastian, mach dich bereit. Ja, da fährt jetzt Lannert mit seinem sehr bekannten Sportwagen aus dem Tatort Ariana hinterher und die kommt jetzt gerade die Straße hoch und da steht auch schon
Kollege Boots. Fassen Sie mich nicht an. Ich will meinen Anwalt sprechen. Adriana gestellt. Auf dem Weg ins Präsidium mit unseren beiden Hauptkommissaren. Wir springen mal wieder in den Chat, denn wir sehen, nachdem wir das Video angeschaut haben, schreibt uns auch wieder Sebastian Boots. Und er sagt, Adriana Kepsler ist kurz vor dem Geständnis, lügt aber immer noch. Alex hätte sich aus Versehen selbst vergiftet. Jetzt muss sie das Gefühl kriegen, wir kennen alle ihre Geheimnisse. Dann bricht sie. Was glaubst du? Wie hat sie es geschafft, dass die Substanz in seinem Körper war? Diese Frage zu lösen, müssen wir uns an ein ganz, ganz frühes Video erinnern, nämlich ganz, ganz am Anfang, als sie Alexus aus der E-Zigarette gezogen hat. Da könnte doch das Gift drin gewesen sein. Außerdem passt das ja auch zu der Kiste, wo die Adriana an Asi Alexus gegeben hat. Deshalb schreiben wir jetzt hier in den Chat einfach E-Zigarette. Und dann schauen wir mal, was Sebastian Boots dazu zu sagen hat. Er sagt uns dann, okay, guter Ansatz, ich versuch's mal damit. In der Zwischenzeit schreibt uns Dani. Und die hat auch schon irgendwie mitbekommen, dass es wohl die Pharma-Tussi war. Oder darauf antworten wir mit, ja, komm mal, das glaube ich auch. Schicken diese Nachricht ab. Dani antwortet noch, ich schwöre, ich habe gleich gesagt, mit der stimmt was nicht. Steck sie in den Knast, wo sie hingehört. Ganz so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Wir gucken uns mal das an, was Boots uns gerade geschickt hat. Ah, wir sehen hier tatsächlich ein neues Video von Boots. Gucken wir uns das mal an. Hi, Lanard und Boots hier. Ja, das musst du doch nicht sagen, das sieht man doch. Stimmt. Willst du noch was sagen? Nö, du? Doch, vielleicht, fürs Glück gibt's keine Abkürzung. Na klar gibt's die, aber nur mit Mannschaftswagen. Stimmt. Ciao. In diesem Sinne. Oder eben mit diesem Video, falls du nämlich zum Glück zum Auflösen dieses Falls kommen wolltest und es bisher nicht geschafft hast, haben wir jetzt gemeinsam hier den Fall gelöst. Um das Spiel jetzt abzuschließen, muss man nochmal in den Chat von Thorsten Lannert reingucken. Der hat uns nämlich gerade die Frage gestellt, ob sie sich wieder bei uns melden dürfen, falls es nochmal Hilfe braucht. Und da antworten wir natürlich ja. Und das ist dann sozusagen auch das Ende des Spiels. Wir sehen hier die Spieldauer, wie viele Nachrichten wir geschickt haben, wie viele Hilfen wir gebraucht haben. Und es kommt auch die bekannte Tatort-Abschlussmelodie. Das bedeutet, mit unserem Video habt ihr es geschafft, hoffentlich jedes Rätsel, das nicht lösbar für euch war, zu lösen. Falls es euch gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen positives Feedback da lasst. Und uns würde es noch viel, viel mehr freuen, wenn ihr das Spiel auch an andere Leute weitergebt. Familie, Freunde, Bekannte, wer auch immer Interesse am Tatort-Game haben könnte, schickt das ihnen. Ihr wisst ja, wie einfach es ist. Einfach der Link reicht und man kann es dann schon lösen. Und falls die hängen, dann sagt ihnen auf jeden Fall auch Bescheid, dass wir dieses tolle Video hier haben. Das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Ihr habt noch viel Spaß beim Ermitteln und vielleicht sieht man sich ja bei einem anderen Fall nochmal. Ich sag ciao, bis dann und so, pack mal's. Gute Arbeit!